Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind immer noch im unteren Schloss von und machen erneut mal wieder hier Dingenskirchen. Okay. Ah, jetzt haben wir das schon gekriegt. Haben wir mit dem gar nicht gesprochen. Auch haben wir eigentlich, ne? Ja, wir haben den Boss nämlich nicht gemacht. Wollte schon sagen, okay, das geht noch. Das war jetzt sehr eigenartig, dass wir das Ding jetzt noch gekriegt haben. Nachklingende Klinge oder so. Oder sie, was haben wir gekriegt? Ich hab's schon mal vergessen. Ich guck grad mal. So, warte mal, was waren das hier? Nicht Ausrüstung. Könnte ein Zauber sein, ich bin mir jetzt nicht sicher. Nachklingende Seele, da haben wir es nämlich, ja. Das ist ein Zauber, beziehungsweise eine Hexerei. Und verstärkte nachklingende Seele haben wir da auch noch gekriegt. Gut. Ist halt so. Und dann rein da hier, komm. Das wird jetzt was. Ich bin da guter Dinge. Es muss einfach was werden. Ah, so, auf Neues, liebe Freunde. Es kann ja nur gut werden. Hoffe ich. So, jetzt haben wir wieder den Dreckshavel vor uns. Ich weiß gar nicht, ob wir den, wenn wir den 12-mal besiegen, ob der dann auch weg ist. Ich möchte es aber ehrlich gesagt auch nicht ausprobieren. Ich möchte den jetzt nicht 12-mal töten. Na, versteht ihr ja sicherlich. So, komm. Nochmal. Jetzt. Sehr schön. So, komm. So, und. Sehr schön. Und nochmal. Oh, oh, oh. Nein! Nicht nochmal der hier. Er ist tot. Oh. Und wir wären fast mitgestorben. An der Stelle, jetzt hätte ich gar nicht. Ja. Jetzt hätte ich eigentlich nicht Dingens nehmen sollen. Eine Fla. Ja, toll. Jetzt habe ich wieder Viereck gedrückt. Ach komm, ey. Ja, gut. Dann haben wir das jetzt eh verwirkt hier. Jetzt sind wir eh voll. So. An der Stelle nochmal kurz nach links illern. So, da ist er. Wir müssen halt echt aufpassen, dass uns das andere Vieh nicht trifft. Beziehungsweise entgegenkommt. So, Stück zurück hier. Nicht, dass der uns jetzt gleich sieht. Okay, läuft. Läuft noch. Und das Vieh ist auch tot. Okay. Wo kommt denn der jetzt? Wir machen mal so. Wir warten mal kurz jetzt hier an der Stelle. Ob und bis der kommt. Aber der müsste eigentlich kommen. Da kommt er. So. Schnell vergiften hier. Komm, komm, komm. Komm, nochmal. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir's. An dem engen Ding kämpfe ich halt ungern, aber. Scheiße, 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 scheiße. Aber was willst du machen? Wollte ich gerade sagen. Komm! Und nochmal. Und nochmal. Sehr schön. Alter, das war ein bisschen riskant an der Stelle, aber. Meine Fresse. So, nochmal ein Asketenleuchtfeuer und das Ding müssen wir jetzt auch nochmal machen. So, zack. Einfach reinhämmern. Ding. Ja. Das war eine ungünstige Wurzwahl, fällt mir gerade auf. So, jetzt einfach mit normalen Pfeilen. Ich weiß gar nicht, halten wir die Vergiftung eigentlich hoch, wenn wir jetzt nochmal mit einem Giftpfeil treffen? Ich glaube nicht, ne? Das ist ja wie normaler NPC, beziehungsweise normaler Spieler. Und da tickt das ja dann auch nicht nochmal höher, wenn wir getroffen wären. So, scheiße. Ja, komm halt mal her. So, zack. Zack. Komm, komm, komm. Noch einmal. Genau. Gut, jetzt kannst du auch herkommen. Jetzt mache ich dich auch im Nahkampf. Ne? Okay, vielleicht doch nicht. Nein!
Nein! Ich hätte schlagen sollen. Nein! Matzen. Und der ist auch tot. Ich raste aus, Alter. Ohne Spaß. Das kann doch nicht sein. Wie dämlich war das denn? Ach, meine Fresse, ey. So, ich guck mal, wie viel... Wir haben noch 7. Wir haben noch 7 Versuche. Ja. Ich habe jetzt nicht vor, die ganzen 7 die Versuche auszureizen. Ich hoffe, wir schaffen es vorher. Sonst weiß ich nicht, wie mein seelischer Zustand danach sein wird. Wahrscheinlich eher nicht so gut. Kann ich mir gut vor... Ja, möge das Dunkel nicht erleuchten, ey. Ja, komm. Ja, kannst du mir glauben. So, der Jonas hat gerade noch kommentiert, dass er die Blitze holen würde. Habe ich ja letztendlich auch getan, aber nicht die kleinen, sondern die großen habe ich geholt. Ja, empfand ich als, brauchen wir weniger, haben wir auch weniger zur Verfügung. Ich glaube, wir haben mit den kleinen 10 Stück zur Verfügung. Ja, und hier mit den großen, seht ihr ja, was wir haben. Mit 8 Stück haben wir da zur Verfügung. So, komm. Stirb einfach. Er ist vergiftet, immerhin. So, und hops. Und nochmal. Er blockt. Scheiße. Ich hab noch Nein, ich hab noch ein... Ja, ich hab noch ein Dingens, habe ich gerade gesehen. So, scheiße. 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 Alles scheiße. Nein, und genau mit dem Ding hier. So, alter Finne, ey. 4 Stück haben wir noch. Ich sehe schwarz für den Boss. Aber sowas von. So, ich mache jetzt 1. Ich laufe jetzt, nehme jetzt hier das Ding. Und dann laufe ich bis zum Boss durch, ey. Dann können die Viecher mich mal mächtig am Arsch. Scheiße, können wir nicht. Okay. So, und nochmal. Dann machen wir dich jetzt so fertig. Irgendwie, hoffe ich zumindest. So, zack. Nochmal. Und nochmal. Die halten halt so viel aus, ey. Die Kareten hier. Nein! Jetzt backsteppt er mich hoch. Ich fange an zu weinen. Ganz laut fange ich an zu weinen. Aber sowas von. Ich bin einfach so ein bisschen ungeduldig, habe ich das Gefühl. Also ein bisschen. Ich krieg echt... Ach, Rappel, ey. 6 Versuche noch, liebe Freunde. Ja. Und ja, ich habe ja gesagt, ne? Ich bin seelisch am Ende, wenn ich die weiteren 6 Versuche jetzt noch bis zur Gänze ausreize. Dann bin ich seelisch am Ende und weine noch lauter als laut. Das kann man jetzt schon mal an der Stelle festhalten, wenn das soweit sein sollte. So, ab da rein und dann nochmal das Ganze. Jo, ach Gott, ich kann den Gang auch nicht mehr sehen hier. Es, ja, wenn Havel nicht immer blocken würde, ja, und dass wir am Anfang durchgegangen wären, die ganzen Blitze, hätte ich auch kein Problem damit gehabt. Aber man muss halt auch mal dazu sagen, das war jetzt bitter, dass ich jetzt durchrennen wollte und die Nebelwand ist ja auch noch da. So, scheiße. Und weg hier. Und hoffen. Hoffen und hoffen. Und nochmal hoffen. Double Kill. Ich krieg's Kopf. Mir fehlen die Worte, liebe Freunde. Mir fehlen einfach nur die Worte. Scheiße, scheiße, scheiße. Jules, nochmal. Grandal, Mensch, alte Hütte. Wir kennen uns doch. Mach doch mal irgendwie... Mach den nochmal weg. Ich denke, du bist so ein mächtiger Zauberer. Dann beweis das mal und vernichte Havel auf ewig. Da bin ich dir sehr verbunden. Und dann möchte ich auch deinem Zirkel da weiterhin angehören. Ansonsten mach ich dich nass. Hast du gehört, ja? Obwohl er wahrscheinlich weniger Angst hat, wenn er sieht, wie ich spiele. Dann ist ihm das wahrscheinlich auch egal, ob ich den nass machen möchte oder nicht. Weil ich werde es dann wahrscheinlich eh nicht schaffen.
So, bald müssen wir so eine Menschlichkeit schlucken. Die auch wieder, ja, am Ende unseres Balkens bald wieder sind. Ich dachte, der hat sich jetzt schon wieder bewegt. Okay. So, komm. Und noch ein. Na, komm. Okay, sehr schön. So, können wir ein bisschen weit hinaus zögern, beziehungsweise ihn rausschlagen hier. So, komm. So, und nochmal. Sehr schön. Und der ist down. So muss das klappen. Jetzt verkacke ich es wahrscheinlich wieder bei den anderen. Sehe ich gut. Gut. So, ich glaube, wir müssen nicht alle Gegner wegmachen. Sonst geht die Nebelwand nicht weg. So, und nochmal. Scheiße! Okay, okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, und weg. Und nochmal drauf. Und nochmal, und nochmal. So, zack. Das haben wir auch noch hingekriegt. Trink noch was. Schnell, schnell, schnell. Wow, wow, wow. Und komm, jetzt machen wir Sense mit dem Kerl. Alter Gott, ey. Es ist ein... Ich krieg ja noch einen Herzinfarkt. Aber sowas von, ey, es ist... Ah, meine Fresse. So, das Vieh müsste down sein, genau. Und dann bleibt nur noch das Vieh. Und dann bin ich nahe eines Herzinfarkts. Weil dann nämlich der Boss kommt und ich wahrscheinlich noch nervöser bin als beim ersten Mal. Weil, ja, unsere Chancen sind ja jetzt nicht mehr ganz so, beziehungsweise unsere Möglichkeiten hier reinzukommen begrenzen sich mit jedem weiteren Versuch, weil wir ja weniger Menschlichkeit haben, beziehungsweise Menschenbilder. So, jetzt kann ich gleich wieder mit Giftfallen anfangen. Weil es, glaube ich, gleich Ende, ne? Ja, jetzt, genau. Wir haben getroffen und nochmal bitte. Und da ist er wieder vergiftet. Schön, jetzt warte ich mal kurz. Sonst machen wir nämlich keinen vollen Schaden. Weil ich hier dauernd durchgedrückt habe. Und nochmal. Und dann war es das mit ihm. Jut, 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 jut. Dann auf ein neues, liebe Freunde. Die Nebelwand ist weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich eine Menschlichkeit nehmen soll. Ich mach's mir erstmal nicht. Und jetzt einfach ganz, ganz ruhig spielen. Haben wir irgendwie was, was wir noch nutzen können? Nee, nicht so richtig. Also irgendwie eine Verzauberung. Wir haben jetzt halt hier, das hier. Aber das bringt uns jetzt, glaube ich, auch nicht weiter. Das ist ein finster Typ. Ich weiß nicht, er ist, glaube ich, nicht... Er kann nicht vergiftet werden und wenn, schaffen wir sowieso nicht. Vorübergehend Feuer. Naja, komm, besser als nichts. Machen wir einfach mal drüber. Und dann rein in die Hütte. Ich bin gespannt. Ich lasse jetzt mal den Ladebildschirm einfach mal da, weil ich muss mir jetzt mental erstmal mit euch drauf vorbereiten, dass wir jetzt gegen den Boss da spielen. So, alles richten, ordentlich hinsetzen und dann jetzt los. So. Okay, komm. Zack. Und jetzt den Sachen ausweichen. Scheiße, voll reingesprungen? Nee, sind wir nicht. Okay. Aber da sind wir voll rein. So, komm. Machen wir das hier. Sehr schön, das war voll kacke. So, trink, trink, trink. Und mach! Alter, das war knapp. Wir müssen auf jeden Fall auch was mit Dingens machen, glaube ich. So, komm. Mit dem Schwert, wenn ich mich nicht täusche. So, upsala. Okay, jetzt teilt er sich und jetzt voll Rambazamba hier. Scheiße! Mann! Ah.
Jetzt hätte ich, glaube ich, während des Teilens hätte ich ordentlich draufzimmern sollen müssen. Dann wäre das was geworden. Aber so war es dann doch etwas kacke. Ah, gut. Na. Machen wir es nochmal. Ja. Menschlichkeit geben. So. Dann ist das leider der letzte Versuch für heute. Leider Gottes. Und es ist ein tierischer Fail-Part. Zumindest teilweise. Der Boss, das rechne ich mal nicht als Fail, aber der Rest war es auf jeden Fall. Meine Fresse, meine Fresse. So. Was denn? Ring machen? Wir haben Ring des... Ne, Ring der Klingen. Ring des Bindens haben wir wirklich dabei. Explodiert an der Schadensgrenze. Das brauchen wir nicht unbedingt. Was haben wir denn hier so? Königsring. Stimmen hörbar. Zerbricht. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Verlängert Zaubereffekte. Erhöht Zauberaufladung, aber verringert CP. Ich glaube, das ist auch nicht so eine gute Idee. An der Stelle, warte mal, wir gucken mal kurz. 8 Stück. Okay, hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Ist wahrscheinlich auch begrenzt auf Zauber und nicht auf Wunder. Ritualband des Südens. Warum haben wir da nicht plus 1 oder so? Erhöht magische Abwehr. Das könnte man nehmen, theoretisch. Erhöht Ausdauergeneration, Regeneration, das haben wir drinne. Erhöht Finsternisabwehr, weiß ich auch nicht. Könnte man machen. Verbessert Angriff bei geringem CP. Ring der Riesen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Weiß ich nicht. Bringt ja auch nicht so viel. Ach so, ja, guckt euch mal unsere TP an. Verringert nur leicht unsere TP. Nur leicht. Okay. Naja, dann nehmen wir halt... Ich weiß nicht mal, ob das sinnvoll ist. Ich glaube eher nicht so. Ring des Dingens, Wiederherstellung. Ich glaube eher nicht so. Ring des Bindens, komm, machen wir den mal rein. Ich glaube, das wird eh Zeit. Jetzt müssen wir auch was trinken. Ich hätte auch mich heilen können. Bisher noch nie benutzt, weil ich es mal verkackt habe. So, auf ein neues, liebe Freunde. Auf ein neues. Okay, so. Neu zu. Und das sage ich so leichtsinnig. Und ich sehe schon, es klappt diesmal nicht. Wow, wow, wow. Okay, okay. So, zack. Hops. Und nochmal, er blockt irgendwie. Er hat gerade wieder geblockt. Komm, komm, komm. Jawohl, und er stirbt. Ah, meine Fresse. Aber wir haben 3 genutzt. Was äußerst beschissen ist, weil wir jetzt nur noch 5 haben. Haben wir echt 3 genutzt? Das ist echt scheiße. Okay. Wir gucken mal, ob der Typ jetzt hier vielleicht schon rauskommt. Nicht, dass er uns wieder im Kampf überrascht. Das wäre sehr von nicht Vorteil. Na komm. Gerade kamst du doch auch schon. Und dann hast du mich überrascht, ey. Hast mich fast fertig gemacht. Der kommt nicht, ne? Der kommt wahrscheinlich, wenn ich jetzt vorgehe, dann kommt der. Ich sehe das echt kommen. So, ich habe gerade was gesehen. Er ist da hinten noch. Und steht da einfach nur. Ich muss jetzt ja aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Und ich komme nicht ran an den. Okay, ich probiere es einfach mal. Aber ich glaube, das ist echt kacke. Ja, weil ich vor allem den auch nicht richtig treffe. So, jetzt ist er mich wohlkommen. Das ist ein Drecksack. So. Komm, vielleicht kriegt man den noch vergiftet. Jawohl.
Und dann warten wir kurz. Okay, der andere Typ kommt nicht. Und der sieht langsam vor sich hin. Sehr schön. Okay, da haben wir den. Jetzt müssen wir bloß warten, bis der wieder vorkommt. Kann sich nur um Stunden handeln hier bei der ganzen Geschichte. Und ich glaube, ich nehme jetzt wirklich noch eine Menschlichkeit. Aber vor dem Boss. Wir haben 3 Stück noch. 2 Versuche demnach, wenn ich eine Menschlichkeit noch schlucke. So, komm. Scheiße. Man geht da jetzt einfach weg. So, komm, komm. Komm, nochmal. Sehr schön, so. Und weg hier. Scheiße, das war das Falsche. So. Ah, Mann. Nein! Okay. Jetzt alles oder nichts. Und ich entscheide mich für alles. Oh. Und jetzt fällt er gleich selbst runter, weil er sich 3 Meter zurückbewegt, weil er sich heilt. Alter Gott, ey. Ich krieg ja echt einen Herzinfarkt bei der ganzen Geschichte. Aber echt. Das ist nicht mehr feierlich. Wenn Zanni jetzt da wäre, die würde mich auslachen, aber dafür seid ihr jetzt zuständig. Ich krieg echt zu viel, ey. Das ist... So, jetzt sei vergiftet. So, und jetzt bearbeiten wir dich weiter mit Pfeilen. Wir haben tatsächlich nur noch eine... Dingenskirchen. So, komm her. Das ist halt ziemlich doof, dass da jetzt gerade schon wieder so nah ist. So, komm, komm. Blutung, das ist nicht so schön. So. Und wir nehmen die letzte große Heilung. Da haben wir das mal voll ausgekostet hier an der Stelle. Das freut mich umso mehr. Eine Menschlichkeit nehmen wir. Und so einen kleinen, beziehungsweise einen mittleren Lebensstein. Einen schimmernden. Namentlich genannt. So, die große Heilung packen wir weg. Und hier liegen unsere Seelen. Auch nochmal 7800. So. Ich mach nochmal einfach so auch. Machen wir das hier mal. Und. Ich nehme was für die Finsternisabwehr. Haben wir irgendwas? Gegen Feuer? Nee, ne? Okay. Viel länger können wir auch nicht überlegen. Dann da rein und ab geht's. Und bitte, bitte, lass es klappen. So, komm. Nein! So, und nochmal. So, komm. Und nochmal. Und nochmal. Und rollen. Scheiße. Nein! Ah, ich krieg... Ja gut, liebe Freunde, da müssen wir leider Gottes erstmal Feierabend machen. Ich brech zusammen. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Der Finsterschleicher ist dann doch noch stärker als erwartet. Auch mit den Zaubern. Obwohl es da eigentlich relativ einfach sein sollte. Naja, nächste Folge. Hoffentlich wird es dann endlich mal langsam hier so weit, dass wir es schaffen. Morgen geht's weiter, liebe Freunde. Ich bin am Ende. Geh mir aus dem Bild, du Drecksack. So, ich bin am Ende mit meinen Nerven und mal sehen, ob wir das jetzt irgendwie gebacken kriegen. Ich sag tschüss. Morgen sehen wir uns wieder um 16 Uhr bei Dark Souls 2. Macht's gut, bis dahin. Ciao.